Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Ich befinde mich auf dem Weg nach Jita und bin hier im Liekuri-System und im Hintergrund sieht man die Station der Sukhuvesta Corporation. Ich glaube, so spricht man das richtig aus. Sukhuvesta Production Plant, der jetzt im Hintergrund verschwindet. Dass ich das erwähne, hat einen Grund, auf den ich später im Video noch einmal zurückkehren werde. Ich habe eine neue Aufgabe vor mir, ein neues Ziel, über das ich im Rahmen dieser Industrie-Aber-Wie-Folge kurz berichten möchte. Und es ist eine, ja, titanische Aufgabe, und zwar im übertragenen Sinne. Also ich habe nicht vor, einen Titan zu bauen. Aber wer jetzt zum Beispiel mal die Kommentare unter meinem letzten Video über die Charon und ihren Jungfernflug gelesen hat, der hat schon erraten können, worum es geht. Und zwar möchte ich dieses Schiff hier bauen, die Rhea. Das ist die Tech-2-Variante der Charon, also der Sprungfrachter, der zu meiner Charon passt. Und Rhea ist eine Titanin in der griechischen Mythologie. Und wahrhaft titanisch ist auch der Aufwand, den man betreiben muss, um ein solches Schiff an den Start zu bringen. Es fängt schon mal bei den Blueprints an, die jetzt nicht unbedingt günstig sind, also die Blueprint-Kopien. Hier, das findet man zum Beispiel eine mit Materialeffizienz 5 für 120 Millionen, der beste Preis. Und ja, also ich habe es auch noch nicht groß günstiger gesehen, darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen. Aktuell versuche ich im Moment gerade noch so einen Blueprint selbst zu erstellen. Hier sieht man gerade, wie ich versuche, aus diesen Charon-Blueprints einen Rhea-Blueprint zu gewinnen. Das Problem dabei ist die ziemlich geringe Erfolgswahrscheinlichkeit und die sehr lange Dauer. Also das sind, glaube ich, auf jeden Fall über 12 Tage. Das heißt, die zwei sind schon eine Weile am Laufen. Zwei weitere hatte ich schon versucht, die waren beide erfolglos. Und wenn die beiden es nicht klappen, jetzt auch nicht klappen, beiße ich in den sauren Apfel und werde mir einen Blueprint kaufen. Es macht aber durchaus Sinn, also man kann natürlich durch die entsprechenden Dekryptoren die Erfolgswahrscheinlichkeit der Erforschung erhöhen, so wie bei jedem anderen Erforschungsvorgang auch. Aber es macht durchaus Sinn, jetzt eine geringe Wahrscheinlichkeit in Kauf zu nehmen und dafür diese gerade gezeigte hohe Materialeffizienz von 5 zu erzielen. Und warum das so ist, werde ich jetzt gleich mal demonstrieren anhand hier dieser Schematics, die man hier ja bei Fuzzworks findet. Das habe ich schon öfter gezeigt. Hier steht jetzt im Moment Unitpreis 0. Das wäre jetzt mal interessant, sich das anzuschauen, wie das tatsächlich ist. Ob man hier in Jita tatsächlich im Moment keine Rhea zum Verkauf findet. Na doch. Das heißt, es wären dementsprechend also hier Fehler bei der Fuzzworks-Seite. Gut, ja, direkt günstig ist das Schiff jetzt halt nicht zu haben, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Man will ja Geld verdienen damit. Also, hier müssten also 10 Milliarden stehen und wenn man sich diese Zeile anschaut, dann sieht man, dass man auf jeden Fall ordentlich Verlust macht. Eigentlich sind es also 1,6 Milliarden und nicht 12. Aber auf jeden Fall macht man Verlust. Dabei muss man natürlich wissen, dass hier quasi immer die Kauf- oder die Sellpreise, von denen man sofort kaufen kann, berechnet werden und nicht die besten Beipreise. Da kann man also schon einiges tun. Wenn man jetzt so ein Standard-Blueprint mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit oder mit normaler Erfolgswahrscheinlichkeit hat, dann ist der Materialeffizienz 2. Und
Das steigert schon mal den, oder vermindert den Verlust um 200 Millionen, das kann man immer noch absehen. Und wenn man jetzt im Bereich Invention sich dann zum Beispiel mal die Dekryptoren anguckt und hier einen Process-Disk-Dekryptor nimmt, dann bekommt man eine zusätzliche Materialeffizienz von 3. Also insgesamt 5. Und sieht jetzt, das hat also weitere über 200 Millionen gebracht. Allein der Unterschied zwischen Materialeffizienz 2 und 5. Und wenn man einen Blueprint für 120 Millionen kriegen kann, aber 200 Millionen spart, dann ist das immer noch ein vernünftiges Angebot. Dennoch haben wir es hier also mit Materialkosten im Bereich von, selbst wenn man das Ganze etwas optimiert, von 8, 9, 10 Milliarden zu tun, je nachdem, wie gut oder schlecht man einkauft. Und das ist natürlich schon mal relativ krass. Wenn man sich da gegenüber jetzt zum Beispiel mal mein Barvermögen anschaut, was in den letzten Monaten ja gewachsen ist, dann sieht man, dass ich ungefähr nur die Hälfte von dem Geld habe, was ich eigentlich bräuchte, um eine Reha zu bauen. Daraus kann man natürlich messerscharf folgen. Erstens, ich muss mir das Ganze ein bisschen in Häppchen einteilen, denn ich möchte jetzt nicht mein ganzes Geld in ein Schiff stecken, das dann am Ende vielleicht keiner kauft und ich habe dann ein 9 bis 10 Milliarden großes Grab geschaufelt, in das ich mein Geld versenkt habe. Ich muss es also schrittweise angehen, das heißt, ich muss mal wieder Geduld haben und langsam vorgehen und ich muss mir Schritte überlegen, wie ich das Ganze finanziell etwas attraktiver gestalte. Der erste Schritt ist natürlich, wie gesagt, hier den Blueprint zu holen, der die bestmögliche Materialeffizienz hat und besser als 5 dürfte es nicht gehen. Durch die Eigenheiten bei der Erforschung eines Blueprints. Gut, Schritt 2 ist natürlich für die eigentliche Produktion der Komponenten einen Ort zu finden, bei dem man halt möglichst günstig rankommt oder ja, möglichst wenig viel Steuern zahlt und das setzt sich ja zusammen aus einem geringen Systemkostenindex. Und auch natürlich günstigen sonstigen Kosten, sprich Standing bei der Station oder wie auch immer. Deswegen war es jetzt meine Überlegung, zunächst, ich suche mir ein möglichst kostengünstiges System und das habe ich zum Beispiel über ein weiteres Tool hier gefunden, Kostindex. Und habe mir überlegt, was ist denn noch eine halbwegs erträgliche Entfernung rund um Jita. Reichweite 4 habe ich jetzt mal eingestellt. So, das kann man hier nach den Jumps sortieren und sieht dann hier den Kostenindex für die einzelnen Bereiche, die man halt benötigt, in dem Fall hauptsächlich natürlich Manufacturing, und sieht dann in einer Entfernung von 3, das ist dann alphabetisch geordnet, zum Beispiel VRent, mein System, wo ich bis jetzt aktiv war. Diese Daten ändern sich natürlich immer mal wieder, aber man will jetzt sicherlich nicht für 0,1, 0,2% ständig wechseln. Deswegen habe ich mir das System LeetCurry ausgesucht. Das ist das, wo wir gerade gestartet sind. Denn das bietet gegenüber VRent nochmal 0,7% Ersparnis, was bei den Beträgen, von denen wir hier reden, schon sehr ordentlich ist. Wir haben mir natürlich auch andere angeschaut, die jetzt noch günstiger waren, aber da gab es vielleicht teilweise gar keine Station. Oder sie hatten andere Nachteile, zum Beispiel, dass sie in einer anderen Region lagen. Also das ist jetzt nicht auf The Forge beschränkt, sondern das ist rein die absolute Entfernung von Jita. Und wenn man sich das dann zum Beispiel mal hier anschaut bei Dotlan, dann sieht man hier Jita. Und Liikuri ist 1, 2, 3 Sprünge von Jita entfernt. Das heißt, ich bin immer noch im gleichen Bereich. Ich habe deswegen vor allen Dingen auch Zugriff auf die Marktinformationen, kann direkt kaufen, kann auch meine anderen Orders per Fern
Wartung sozusagen eben auf den neuesten Stand bringen. Und die anderen beiden, die man gerade gesehen hat, die waren halt in einer der Nachbarregionen und teilen damit denselben Nachteil wie mit VRent, dass man von da aus halt nicht auf die Marktdaten von Jita zugreifen kann. Und bekanntermaßen ist ja zum Beispiel ETH Central schon seit einer Weile down. Man hat dann also auch schlechte andere Informationsquellen. Gut, also ein System finden, in dem man relativ günstig produzieren kann. Das habe ich gefunden, Liekuri. Und dort wird vermutlich die Endfertigung stattfinden. Dann, wenn ich das mir mal angucke, 23 Tage. Gut, jetzt hatten wir gesehen, der Blueprint hat Materialeffizienz 10. Immer noch 21 Tage, das jetzt auf einer fremden Station und darauf vertrauen, dass die dann immer noch online ist und lebt. Wenn man so viel Geld investiert hat, weiß ich nicht genau, ob ich das will. Deswegen ist hier die Überlegung wert, möglicherweise bei der Endmontage auf die letzten Boni einer Raitaro oder eines sonstigen Engineering-Komplexes zu verzichten. Nicht aber bei der Produktion der Einzelkomponenten. Die sollte man dementsprechend dann, weil es natürlich einen zusätzlichen Bonus gibt, das können wir gerade mal sehen. Schauen wir einfach mal hier die Construction Blocks an. Wenn ich jetzt von Engineering Complex auf normale Station umschwenke, sieht man, dass sich da etwas verändert und hier teilweise auch bei den anderen. Und das kostet, wie gesagt, hier richtig Geld. Deswegen war die Idee, die einzelnen Komponenten baue ich auf einer Raitaro, die Endproduktion dann auf einer Spieler, kontrollierten Stationen. Jetzt schauen wir mal, was das allein für einen Unterschied macht von zwischen Jita und Liekuri. Hier sieht man den Installpreis, 800 stolze Millionen, nur um den Job zu starten. Und wenn ich nach Liekuri gehe, sind es 200 Millionen. Das heißt allein dadurch 600 Millionen gespart. Gut, damit ist dann vielleicht auch leichter verständlich, warum ich jetzt als Zwischenziel davon gesprochen habe, mir eine Raitaro zuzulegen, denn ich werde diese ganzen Komponenten dann auf meiner korbeigenen Raitaro bauen und dann letzten Endes, wie gesagt, vermutlich auf einer NPC-Station, wo es sicher ist, entmontieren und das Schiffchen dann per Vertrag oder halt über den Markt verkaufen. Das Ganze wird noch einiges an Zeit brauchen, allein schon um die nötigen Skills zu sammeln, damit ich das Schiff bauen und dann auch zu seinem Zielort fliegen kann. Aber wie gesagt, Zeit ist ja ein Investment, was man in Eve sowieso regelmäßig tätigt. Zurück zur Frage der titanischen Aufgaben. Die verbirgt sich jetzt nicht nur in den Mengen und den damit verbundenen Kosten, sondern auch in der Art der Komponenten, die man braucht für dieses Schiff. Construction Blocks ist damit noch ziemlich harmlos, das kann ich über Planetary Interaction einfach selbst herstellen. Morphit könnte ich theoretisch auch selbst minern, also ich habe die nötigen Skills, um Merkoxid, Asteroiden abzubauen und auch zu refinern. Aber natürlich müsste ich dazu ins Wurmloch oder ins Nullsec und zu beiden habe ich halt nicht unbedingt einen sicheren Zugang. Also steht das noch ein bisschen hinten an. Ich werde jetzt auch noch mal, denke ich, in den Mining Frigate Skill 5 investieren, damit ich dann dementsprechend auch die Expedition Fregatten fliegen kann, vor allem die Endurance, wenn sich die Gelegenheit dann ergibt, dass ich dann auch dementsprechend das Morphit effektiv abbauen kann. Beides zusammen spalten wir immerhin auch 55 Millionen. Da sagt man ja nicht nein bei dem, was man sonst noch zu tun hat. Also die beiden sind aber das geringere Problem. Das hier ist gar kein Problem, diese komischen Rahmenschips da. Die Charon ebenfalls nicht oder nicht mehr, denn die habe ich ja schon. Es wird mir natürlich ein bisschen wehtun, mein Schiff quasi da zu opfern. aber natürlich. Sollte ich jemals einen halbwegs vernünftigen Verkaufserlös erzielen für die Rea, dann ist es natürlich kein Problem, eine Charon nachzuproduzieren. Ebenfalls noch halbwegs
anständig zu bewältigen ist die Aufgabe, die Capital Jump Drives zu produzieren, denn das sind mehr oder weniger normale Capital Components, wie man sie halt von der Charon auch schon kennt. Kostet relativ viel Material, aber trotzdem alles noch ganz gut machbar. Was halt eklig wird, das sind dann diese Komponenten. Nicht nur wegen der relativ stattlichen Anzahl, die man braucht, sondern auch wegen der dafür nötigen Komponenten. Ich habe jetzt zum Beispiel mal hier die Capital Graviton Reactor Unit aufgerufen, weil es eine der teuersten oder die teuerste Einzelunterkomponente ist. Und hier sieht man also, dass man wie bei all diesen Capital Components oder Advanced Components halt Materialien aus dem Bereich Moon Mining braucht. Das war vorher schon ein Problem. Aber wäre durch Stellen einer POS oder sowas wahrscheinlich immer noch leichter gewesen. Ich habe keinerlei Zugang zu ja, einer Refinery. Ich habe selbst keine und ich habe bis jetzt auch noch keine im HISEC gefunden, wo ich zum Beispiel Reaktionen betreiben könnte. Also sprich mir diese Dinge aus den möglicherweise günstigeren Unterkomponenten zusammenbauen. Und da ich nicht Mitglied einer Gilde, Allianz oder sonst was bin, die Moon Mining betreibt, kann ich mir auch die Ursprungskomponenten natürlich nicht so einfach besorgen. Das heißt, es wird mir jetzt letztlich nichts anderes übrig bleiben, als entweder die Dinger möglichst günstig über den Marktplatz zu kaufen oder aber mal schauen, ob ich in den umliegenden Low-Sec-Systemen eine Refinery finde, die frei zugänglich ist. Dementsprechend an alle von euch, die jetzt zuschauen, die Bitte, die Frage: Habt ihr eine Refinery, die ich nutzen kann oder darf? Oder hat eure Gilde so eine? Oder kennt ihr eine, die einfach für alle offen ist und sie sich im Umkreis von möglichst nicht mehr als 10 Jumps Entfernung um Jita, Amar oder Dodixie befindet? Dann wäre es nett, wenn ihr mir das mitteilt. Entweder durch Ingame-E-Mail. Dazu, weil ich da entsprechende Kritik bekommen habe, nochmal schnell meinen Charakter aufgerufen. Also er heißt Julian Tetin. Ja. Der hätte gerne dann entsprechende E-Mail, um zu wissen, wo er sich hinwenden kann. Oder aber einfach unter die Videobeschreibung. Dann werde ich mir sicherlich überlegen, einige dieser Komponenten selbst herzustellen durch die entsprechenden Reactions, wobei die Blueprints dafür auch nicht gerade billig sind, aber bei manchen lohnt es sich halt meiner Meinung nach. Und dann wird hier fleißig zusammengeschraubt. Die Blueprints für die Dinge hier selbst kosten auch, glaube ich, 15 Millionen das Stück oder so und das erforschen dementsprechend nochmal, aber ich habe schon alle und ich habe sie auch alle auf 10. Und dementsprechend schauen wir doch gerade mal, wie viel brauche ich. 731. Stück. Und sagte mir jetzt hier schon Materialkosten so und so viel. Jetzt wechsle ich noch nach Liekuri. Hier ist Engineering Complex schon eingeschaltet. Das hier ist jetzt mal nicht ganz so wichtig, aber das stellen wir auch mal ein. Dementsprechend sagte mir 1,5, 1,7, 1,85 Milliarden ISK würde mich das Ding kosten. Dementsprechend, wenn man sich das anschaut, wäre es vermutlich einfach günstiger, das Ding zu kaufen. Obwohl, wenn ich hier auf den Knopf drücke so und sage nach dem Motto, ich baue das Ding selber, zeigt er mir einen besseren Preis an als das, was ich hier sehe. Muss man halt vorsichtig sein bei diesen Online-Tools. Was letzten Endes wirklich hilft, ist halt die Daten wirklich im Spiel zu testen, also im Industriefenster die entsprechenden Blueprints einzuwerfen.
Vielleicht machen wir das für die Capital Graviton Reactor Unit gerade mal. Und das wieder zurück. Das kommt zu. Aktuell schlummert der Blueprint bereits in die Kuri. Dum, 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 dum. So, und da ich jetzt aber gerade auf Jita bin, stelle ich hier mal die 731 Runs ein und gehe dann mal auf Buy All. Da zeigt er mir tatsächlich 1,58 Millionen an, zusätzlich zu den 9,4, die auf die Kuri vielleicht ein Viertel davon sind. Habe ich dann also tatsächlich hier schon eine entsprechende Ersparnis erzielt. Die Frage ist natürlich dann immer, wie sieht es aus mit Kaufen? Und dazu muss man sagen, erstens mal werden die Dinger sehr selten angeboten. Und dann hier zu einem Preis, ich mache jetzt gerade mal den Taschenrechner raus, den könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber 731 mal, sagen wir mal 2,5 Millionen gerundet, sind 1,8 Milliarden, lohnt sich also nicht. Abgesehen davon sind die entsprechenden Verkaufszahlen sehr gering und das hier würde sich natürlich lohnen, es zu dem Preis einzukaufen. Allerdings, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, wenn gerade mal irgendjemand dringend was braucht, werden hier homöopathische Stückzahlen gehandelt und zwar egal zu welchem Preis, es wird einfach nichts verkauft. Dementsprechend ist am Markt kaufen für die Module, die ich für die Reha brauche, quasi keine Option. Man muss dazu auch sagen, die Reha ist vermutlich ein Ding, was sowieso hauptsächlich Gilden herstellen oder Allianzen, die Zugang zu den entsprechenden Materialien haben, sprich im Low-Sec, Null-Sec, Wurmloch unterwegs sind, die entsprechenden Materialien abbauen und deswegen nicht darauf angewiesen sind, die Dinger wirklich auf dem Marktplatz zu kaufen. Sprich, die Einzelkomponenten zu kaufen oder auch nur für Gewinn zu produzieren und zu verkaufen, ist nicht wirklich praktikabel. Ich habe das schon ausprobiert. Also ich habe da monatelang auf meinen Komponenten gesessen. Ich habe sie dann tatsächlich irgendwie losgekriegt, aber Spaß gemacht hat es jetzt weniger. Ja, und wenn man das dann halt sich vor Augen führt, dass man das dann insgesamt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Unterkomponenten mit entsprechender Materialvielfalt vor sich hat, dann kann man sich schon überlegen, es macht wirklich Sinn, das Ganze in handelbare Häppchen zu verteilen und die dann Stück für Stück abzuarbeiten. Einfach jede Menge Geld in die Hand nehmen, selbst wenn man genug hat. Ja, macht die Sache vielleicht schneller, aber nicht unbedingt profitabler. Und wie gesagt, mir bleibt ja auch gar keine andere Wahl, als hier den langen Weg zu gehen, denn wie gesagt, die Kosten der Unterkomponenten übersteigen mein Vermögen ungefähr um den Faktor 2. Gut, also das ist entsprechend der Plan. Ich stelle in Liekuri meine Reitaro her, werde sie dann dort irgendwo verankern, darüber sicherlich auch noch ein Video machen, weil ich das ja noch nicht gezeigt habe, wie man einen Engineering-Komplex verankert. Und in dieser Reitaro werde ich dann die wird natürlich auch der Öffentlichkeit quasi zur Verfügung stehen, obwohl ich nicht glaube, dass da allzu viele sie nutzen werden. Es ist natürlich jeder von euch gern gesehen und willkommen, aber dafür mache ich es eigentlich nicht. Und dort werde ich dann dementsprechend nach und nach diese ganzen Unterkomponenten, kann man ja hier auch sehen, die ganzen Kapiteldinger, ich habe sie zumindest auf der Materialeffizienzseite voll erforscht, werde ich dann nach und nach die Bauteile zusammenfügen, die ich brauche, um mir diesen noch recht fernliegenden Traum zu erfüllen.
Gut, so wie auch bei meinem letzten Projekt, wäre ich natürlich durchaus dankbar, wenn der eine oder andere mich unterstützt. Die Unterstützung, die ich mir wie gesagt vorstelle, ist ja, wie gesagt, in Sachen Refineries, wenn jemand eine hat oder jemand kennt, der eine hat, wo ich halt, wo ich Docking-Rechte bekommen kann oder zumindest wo kein Ganking-Team jedes Mal auf mich lauert, wenn ich da reinrausche. Und das sich in erträglicher Entfernung um einen der Trade Hubs befindet, wäre ich für entsprechende Mitteilungen sehr dankbar. Ansonsten vielleicht also in gut 7, 8 Tagen oder 2 Wochen werde ich mich dann vielleicht auch mal auf die Suche nach mehr Koksit machen. Wenn mich da jemand unterstützen oder begleiten will, auch da herzlich willkommen. Und ansonsten fürchte ich, werdet ihr einfach ein bisschen Geduld haben müssen, bis ihr das endgültige Ergebnis dieses kleinen Abenteuers bewundern könnt. Denn eine Rea ist halt nichts, was man als Einzelspieler am Laufband produziert. Jedenfalls nicht, solange man nicht schon so viel Geld hat, dass man es eigentlich nicht mehr produzieren müsste. Wie gesagt, hätte ich jetzt 20 Milliarden, könnte ich locker die Hälfte davon halt investieren, um mir eigentlich einfach im Marktplatz die nötigen Untermaterialien zum möglichst guten Preis zu schießen. Aber den Luxus habe ich halt nicht und gehe deswegen mal wieder den Weg der Tränen und der Schmerzen. Aber letzten Endes ist es ja vielleicht auch gerade das, was man dann sehen will, was man mit bescheidenen Mitteln hoffentlich irgendwann erreichen kann. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf dieser kleinen Reise weiter begleitet und sage deswegen, bis ich die nächsten Fortschritte berichten kann, erst einmal wieder ciao und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Casuality.